Okay, Kistenkracher. Lieber Ach nochmal nee. gucken. Zwei Kanonenkugeln, um alle zu zerstören. Du kannst nur Würfel in der untersten Reihe treffen. Wird ein Würfel zerstört, fallen alle über ihn nach unten. Bilden die Zahlen nebeneinander wegen der Würfel eine Zahlenfolge, die mit einer 1 beginnt, werden alle Würfel dieser Reihe zerstört. Welche Würfel musst du treffen, damit du. Ach, nee, ich weiß nicht. Okay, dann. Ups, das wollte ich gar nicht. Nochmal. Verdammt. Ja. Okay, nochmal. Darf ich nicht, da darf ich nicht. Aber Eigentlich macht die halt am meisten Sinn. Wenn ich die wegmache, dann ist das wieder. Das geht ja auch nicht. Da sind auch viel zu viele Vieren, kann das sein? Nein, das dann überhaupt funktionieren. Wenn du eine 3 und 4 gleichzeitig hast, geht's auch noch weg. Hä? Ich dachte, die mit 1 beginnen müssen. Die müssen auch mit 1 beginnen, aber wenn du darfst ganz kurz auf meinen Bildschirm schauen. Nee, nee, warte mal, Nee, ich nee, ich muss. habe gerade noch nichts gemacht. Okay, da passiert Ich irgendwie habe noch gar nichts gemacht. nichts. Guck mal kurz. Wenn jetzt hier die 1 wäre. Und hier eine 4 und eine 4. Ja. Dann würde es 1, 2, 3 Ach so, und und 4, beide 4, 4. Vieren. Ah, Und das okay. würde dann das alles sprengen. Okay, gut zu wissen. Alles klar, dann weiß ich immer noch nicht, wie ich das machen soll. Ja, ich auch nicht. Aber die 1 muss an die 2 anschließen, oder? Ja, Die 1 ne? muss an die 2 anschließen, ja. Okay. Von den. Ah, Moment. Es gibt halt nur. Von den 6 und von 5 und den 4 zu viel. Aha. Ach nee. Das war ein echt fieses Ding, weil eine davon macht erstmal Das gar sollte nichts. reichen, ja, das habe ich mir gedacht, dass das so ist, Reste aber sind zu welche? Kosten gemacht. Aber welche? Gut geschossen. Alle 24 Würfel wurden fein beseitigt. Jetzt nur noch Applaus und Konfetti. Bleibt nur noch Applaus und Konfetti. Toll gemacht. Nein, die war es nicht. Ich vergesse immer, dass die 2 dann weg ist. Macht auch keinen Sinn. Doch. Okay. Das ist echt, also sowas kann man sich doch nicht vorstellen, oder? Nee. Schlimm, schlimm sowas. Oh, nee, ich mag solche Rätsel nicht. Zerbrechen. Geblitzte Gespenster, ach du Schande. Ja. Und geblitzte Gespenster 2? Oh wei. Ich finde die süß. Ja, aber ich frage mich, was da passieren muss. Weiß ich nicht. Schauen wir mal. Ein Rudel Gespenster ist aufgetaucht. Sie laufen weg, wenn sie von einem Lichtblitz in ihrer Farbe getroffen werden. Der Blitz erreicht nur Geister in der vorderen Reihe, doch die Geister dahinter kommen nach vorne, sobald eine Lücke entsteht. Du kannst jede Farbe nur begrenzt oft verwenden. Eliminiere alle Geister mit den Blitzen, die dir zur Verfügung stehen. Okay. Soweit verstanden? Ja. Gut. Nur die vorderste Reihe? Oh Gott. Hab's.
Ja. Dachte ich mir bald. War relativ einfach. Meinst du? Ja. Musst halt nur aufpassen, dass du nicht das Blaue verspielst, bevor alle Blauen weg sind. Mhm. Ich will das nochmal so. Dann so. Kannst du auch machen, kannst du. Hm? Nee. Nee, klappt dann so geht's, nicht. Geht's nicht mehr. Das Ding ist, ich muss irgendwie immer recht so. Also ich kann ja sagen, was ich als erstes gemacht habe, glaube ich. Bin nicht der Meinung, dass ich das als erstes gemacht habe. Als erstes habe ich, glaube ich, blau mal gemacht. Könnte sogar hinhauen. Mal gucken. So. Jetzt ist die Frage, ich verzeihe das weg. Ja, ja, das so habe ich das gemacht. Dann so. Die jetzt erstmal die da, dann das blaue. Ja, und jetzt ist es... Ja, ja, so habe ich es gemacht. Oh ja, tatsächlich. Ganz genau. Mann, Mann, Mann. Pschuh. Ja. Ja, eben, das ist so ähnlich wie mit den Zahlen, nur irgendwie einfacher. Ja. Und so macht man das. Voll exorzistenmäßig. Was denn? Die lebhaften Geister sind verschwunden und der Mond scheint friedlich zu sein. Mhm. Aber in Wirklichkeit ist der Mond nicht friedlich. Hatten wir vorhin bei Cuphead. Sah sehr böse aus. Ja. Okay, ja, ist wieder das gleiche, oder? Ja. Okay, gut. Dann nochmal. Mhm. Geht schon gar nicht mehr bei mir, glaube ich. Nee. Okay, nochmal. Verdammt! Was denn? Ich hätte es fast hingekriegt. Oh. Das ist gut. Die sind dann weg. Ach, verdammt. Ich hab's fast. Ich hätte fast gehabt, mir fehlt nur ein roter. Und ich bin fertig. Mir fehlt ein roter. Das ist ein besonders interessantes. Aber wir sind uns einig, dass wir mit dem blauen beginnen. Nö. Das habe ich auch erst gemacht, das war nichts. Also mit dem roten beginnen ist Quatsch. Ja. Dann mit dem blauen? Nochmal voll exorzistenmäßig. Mhm. Gut, dann haben wir die ja jetzt ja. Auch alle durch. Ja. So, dann zu ihr hier. Mhm. Okay. Rätsel. Bling. Hallo, Miss Tier. Ich bin Catriel Layton von der Deltail Layton. Hallo, Catriel. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Sie sind dann also von Scotland Yard, vermute ich. Ja, ich bin Emiliana Perfetti. Wenn Sie dann bitte gleich zur Sache kommen könnten, haben Sie hier im Haus irgendein Problem, Miss Tier? Oh, bitte, nennen Sie mich das Sola. Ja, ich habe schon so viele Leute zu Rate gezogen, aber keiner konnte mein Problem lösen. Dann erwähnte neulich Frau von Doppelfund eine wunderbare junge Detektivin, die sie kennt. Miss Perfetti. Ich verstehe, sie hat mich also empfohlen. So freundlich von ihr. Ja, und ich habe auch gehört, dass es eine außerordentlich kompetente Analytikerin bei Scotland Yard geben soll. Von daher, nun, ich dachte mir, dass vielleicht eine von Ihnen beiden mir helfen könnte.
Also habe ich mich entschieden, sie beide herzubitten und es ihnen zu erzählen. Nun, wir werden sicher unser Bestes tun. Ohne Zweifel. Könnten Sie uns nun sagen, wo das Problem liegt, Zola? Oh, selbstverständlich. Aber wenn Sie nichts dagegen haben, würde ich Sie erst bitten, dieses Rätsel zu lösen. Ich will ja nicht Ihre Zeit vergeuden, wissen Sie? Wenn Sie das schaffen, bin ich mir sicher, dass die Gespenster kein Problem für Sie sein sollten. Gespenster! Verlogene Phantome. Die zeigen andere auf andere Phantome. Nein, Quatsch. Ein paar freche Gespenster möchten mit dir spielen. Du musst ihnen zuhören und herausfinden, wer lügt. Offenbar sagen immer höchstens zwei von ihnen nicht die Wahrheit. Berühre das Gesicht des Gespenst, um zu hören, was es zu sagen hat. Berühre ein Gespenst, ja. Okay. Okay, warte mal. Finde alle Lügner. Also es sind höchstens zwei, die lügen. Wie war das? Höchstens zwei von ihnen sagen nicht die Wahrheit. Mhm. Kann nicht. Das wäre auch zu gut gewesen. Das ist ziemlich einfach. Die beiden, ne? Hm. Ja. Es ist halt ziemlich einfach. Ich habe am Anfang gedacht, das Spiel will mich wieder trollen. Mhm. Und alle sagen die Wahrheit. Na, so ist mir ist auch so aufgefallen. Also, es ist schwierig, denn man glaubt ja dem einen und muss aber rausfinden, dass der lügt und muss ja dann seine Aussage negieren und ja, sowas. Ja. Das ist grässlich. Nee, aber am Anfang habe ich gedacht, das ist wieder so ein typisch Dingens da, wo es dann am Ende eigentlich nur ist, dass dann keiner lügt und dann habe ich einfach nur auf Bestätigen gedrückt und... Ach so. Perfekt durchschaut. A und B haben gelogen. Denen hat das Spiel so richtig Spaß gemacht. Offenbar sind sie noch lange nicht fertig. Oh, da kommt noch mehr dann. Igitt. Verlogene Phantome zum Rätselindex hinzugefügt. Nun, Sola, haben wir den Test bestanden? Ein kleines Rätsel habe ich ja gelöst. Wundervoll. Ja, jetzt bin ich mir sicher, dass ich mit den richtigen Leuten spreche. Wissen Sie, es geht um bedenkliche, wirklich furchteinflößende Ereignisse, die sich hier verspielt haben. Furchteinflößend? Ich weiß nicht, ob Sie mir glauben werden, wenn ich Ihnen das sage. Aber hier gibt es Gespenster. Sie macht das selber, damit sie Gesellschaft hat. Sie ist so allein. Ja, und deswegen erfindet sie selber die Gespenster, indem sie Marionetten hat oder sowas, weil sie halt ist handwerklich begabt. Warum? Was? Warum ist sie handwerklich begabt? Weil der Butler das gesagt hat. Hat er? Ja. Oh, okay, sie vertreibt gut, sich die Zeit mit Handwerk und so. Ja, wer weiß, was für Handwerk er meint. Ja, Marionetten. Deswegen Gespenster. Und das macht sie nur, damit sie Gesellschaft kriegt. Damit sie Leute bitten kann, das zu lösen, damit sie mit jemandem reden kann. Das muss doch mehr dahinter stecken. Ich wette, es ist so. Ich weiß nicht, ob sie mir glauben werden, aber hier gibt es Gespenster. Ich wusste es. Ja, und nicht nur ein paar wenige. Das ganze Haus ist voll von ihnen. Das ist erstaunlich. Dann handelt es sich also um ein echtes Spukhaus. Warum sind sie deswegen denn so aufgeregt, Katria? Ich fürchte, ich habe keine Ahnung, warum die Gespenster uns heimsuchen. Vielleicht hegen diese geplagten Seelen einen Groll gegen meine Familie? Oder vielleicht wurde das Haus auf einen Friedhof errichtet? Oder es gibt einen ganz anderen Grund. Ich weiß es nicht. Aber was der Grund auch sein mag, die Gespenster sind hier und ihre Bosheit scheint sich gegen mich zu richten. Ach, das ist wieder voll gemein. Stimmt, da wird nämlich gerade im Chat was erwähnt, was... voll stimmt und so. Sola ist lateinisch für allein. Übrigens auch... Und warum ist das gemein?
Das ist gemein, weil ich habe doch mein Fangame mal irgendwie angefangen und da gab es auch einen Charakter, der jetzt nicht ganz so auf Lateinisch, sondern eher auf Spanisch basiert. Eine Prinzessin namens La Sola, die eine alleine, diejenige, die allein ist, so ungefähr. Übersetzt. Das ist voll gemein. Die klauen mir meine Ideen. Das ist genauso wie mit dem Zeppelin, den ich damit einbauen wollte und auf einmal hatte Layton 6 einen Zeppelin. Meinen Sie damit, dass die Gespenster Ihnen Angst machen wollen? Schüchtern Sie sie ein? Und passiert das jeden Tag?